schon Prisma wie einschalten, nachher waren wir jetzt einfach schon da. Mach super, endlich gibt's schon mal ein bisschen Gas. Ich brauche kein Navi. Ja, sehen wir ja, wo wir da hinkommen sein ohne Navi. Ich habe immer noch hingefunden, wo ich hin wollte, weil ich genau weiß, wo ich bin. Ja, weiß auch, wo ich hin will. Ich weiß das schon wieder. Hinten Ruhe, hey. Es reicht ja, wenn die Mama dran geht und mir sich hier köpfen. Ich schalte jetzt einfach die Musik ein bisschen lauter, okay? Wo wir da gelandet sein, das ist ja ein Scherz. Ja. Handyempfang gibt es auch keinen. Ja, das wird witzig. Dann werden wir recht daheim bleiben. Na, Raimund, bitte, du musst da vorne aber abbiegen. Ich will nichts zum Abbiegen. Du hättest da hinten schon abbiegen sollen. Na Quatsch. Wohl gleich auf der Tankstelle. Ich glaub schon selber nicht. Ja, Urlaub, wow. Das soll Urlaub sein, oder? Wartet gleich, bis wir da jetzt halt ankommen. Ich hab da ganz was Nettes gefunden. Das denk ich mal. Na, brutal. Ja. Bin jetzt gespannt, was wir kreischen. Das wäre kein Keichen. Wenn wir endlich einmal da hinkommen, nachher wird das auch passen. Jetzt geht das nicht. Was das auch nicht. Raimund! Raimund! Jetzt kommt der nicht daher. Raimund! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Die Geräte gehen nicht. Was geht nicht? Ja, ich kann die nicht einschalten. Die haben die ganze Zeit funktioniert. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, was los ist. Jetzt habe ich sie gerade entkalkt, weil ich muss mich ja dauernd entkalken und jetzt gehen sie nicht. Was soll nicht gehen? Die Lampen leuchten. Alles wird gehen. Da brauchst du allein einen Knopf drücken, einschalten, das Zeit davor, die Ohren zu machen und geht schon, oder? Ich kann sie nicht einschalten und nur weil eine Lampe leuchtet, wird es da drinnen nur nicht warm. Ja, was soll jetzt sie tun? Soll jetzt sie ein neues Gerät herstellen? Ja. Müssen wir uns halt um eine neue Küche schauen. Die hast du ja gerade erst vor kurzem gekriegt. Ja, aber sie funktioniert nicht. Schau, ich hätte da immer eher Eine neue will man wieder haben. Zwei da im Kopf bin ich gerade bei Moriel einmal vorbeigegangen und dann habe ich die gesehen. Schau, wie die schön ausschaut. Jetzt haben wir die erst ein halbes Jahr. Nein, die haben wir schon 3 Jahre. Ja, dann sind es halt 2,5 Jahre. Ja, du bist leider daheim, weißt du? Deswegen merkst du es nicht, so, wie die Zeit vergeht. Ich bin ständig daheim. Wo? Du gehst ständig daheim. Ständig? Quatsch. Jetzt bin ich ja gerade da, oder? Ja, heute ja mal ausnahmsweise, weil Sonntag ist. Ja, sonst muss ich halt arbeiten gehen, weißt du? Jeden Tag kommst du erst um 11 Uhr heim. Ja, und sonst haben wir das Zeug hinter da stehen. Das sind deine Zeug da, was jetzt angeblich nicht funktioniert. Es funktioniert aber nicht. Mama! Das ist ja bei mir, das immer funktioniert. Schau dir das an. Boah, das schaut schön aus. Das ist schön. Papa? Was soll das wieder heißen? Ja. Was schau, das ist das schön. Gefällt mir. Das ist schön. Der Mama gefällt es auch. Ja. Jetzt habt ihr ja gerade eine nagelneue Einrichtung. Nagelneu, Raimund, hallo. Das haben wir schon eine Zeitl. Definieren wir eine Zeitl. Ja, einige Jahre. Ja. Einige Jahre, das ist jetzt da schon wieder hin, oder wie? Oder out. Ja, du bist eh nie da. Eben. Jetzt der nächste. Und dann sollen wir uns einfach wohlfühlen. Ja. Jetzt bin ich ja da. Ständig sagen, ja, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ja, irgendwann muss ich auch eine Arbeit haben, oder? Nein. Ja, aber es war halt einfach fein, wenn du einmal ein bisschen daheim warst. Nachher tätest ich das mitkriegen, dass die Geräte nicht ordentlich funktionieren. Wir funktionieren und dass immer. Das einfach. Du kochst ja, doch gar nicht. Sicher nicht. Sicher nicht gekocht. Hast du wieder kaputt? Das geht doch vielleicht auf die Nerven, dass es immer so umschreien ist. Da kriegt man bei der Haustier einer und man hört gleich. Nee, Raimund, Raimund! Das geht mir echt auf die Nerven. Mit euch kann man nichts normal machen. Da ist eine Lautstärke in dem Haus. Aber jetzt bist wohl du die Lauteste, ja, oder? Ja, gestohlen habe ich es nicht anscheinend. Ein bisschen laut ist aber schon noch, ha? Ja. Gibt's ja nicht da. Da muss man anscheinend ja laut reden, dass man da miteinander reden kann. So habe ich das halt jetzt gelernt. Der Blödsinn, hä? Aber ich habe jetzt eine Idee. Wir fahren Urlaub. Hä? Urlaub? 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 Du möchtest Urlaub fahren? Jetzt. Jetzt. Jetzt, wo ich die ganze Arbeit im Büro das verlängerte Wochenende fahren wir jetzt weg. Jetzt, wo ich die ganzen Aufträge machen. Wir vier gemeinsam ich bin jetzt auf die Idee gekommen, Urlaub fahren. Weil uns das gut tut. Da haben sie die Geräte kaputt und jetzt fahren wir einfach irgendwo anders hin und tun uns wieder zueinander finden. Du meinst, uns tut das gut? Bestimmt. Urlaub fahren? Bestimmt. Zeit miteinander verbringen, na super. Also genau. Das ist einmal die beste Idee. Wohl das tun wir. Wohl das da mal, das fahrt's mit. Nein, ich habe bei Gott keine Zeit mit euch Urlaub fahren. Nein, ich habe keine Zeit. Ich weder Zeit noch Lust habe ich dazu. Wohl, und wir fahren in die Berge. In die Berge? In die Berge, genau. Was tat man in die wo Berge? Wo es kein Handyempfang gibt, wo niemand seine E-Mails checken kann. Und da werden wir wandern und die frische Luft genießen. Und wandern? Zueinander. Ohne Handy?
Ich gehe nicht wandern! Ich gehe auch nicht wandern. Wohl, das da. Sieh schön, mitten in den Berg bei der Tankstelle, da wo du hin wolltest. Raimund, da sind wir total falsch. Nein, wir sind nicht falsch, wir sind richtig. Da sind wir hundertprozentig falsch. Na, ganz bestimmt nicht. Da. Wenn du mir das Navi einschalten kannst. Auch hier ein Navi? Ich bin ein Mann. Ein Mann braucht kein Navi. Der weiß immer, wo er ist und wo er hin will. Ja, gib doch du da hinten eine Ruhe, ehrlich. Der Papa antwortet überhaupt nie auf mich hoch. Ach, geh Blödsinn, das braucht... Der einmal auf mich hoch und das. Da haben wir, wie tun wir denn jetzt weiter mit dem Hof? Weil irgendwie so toll finde ich das nicht. Ja, du weißt genau, dass ich da bleiben möchte, ne? Ja, schau. Aber viel Arbeit ist es halt auch. Ja, aber es ist mein daheim. Sag's nicht, Kinder. Mir gefällt es nicht, da oben jetzt. Ich würde sagen, wir verkaufen den Hof vielleicht und kaufen unser Haus. Du magst nicht da bleiben. Nein, gar nicht. Und du magst? Also ich dann schon lieber da bleiben. Ja, aber ein Haufen Arbeit ist das schon. Das Arbeiten, das Normale müssen die lassen, weil wir müssen uns ja um den Hof kümmern, um die Gäste. Am Wochenende haben wir Arbeit, eigentlich haben wir ja keine Ruhe mehr. Hallo, hier ist Henk. Jetzt ist die Wirtsleute. Habt ihr jetzt für uns noch zwei Zimmer? Haben wir natürlich. So, ja, ich Dusche, sag's euch. So, was wir brauchen. Gern. Hallo, bin ich Christine. Hallo, Christine. Hallo. Schau mal, oder? Schau sie an. Die Lena kriegt von mir. Ach so. Schon gut. Ja. So, ich speise alles in Ordnung. Ich darf dir nur einen Kaffee haben, bitte. Und vielleicht noch ein Butter, vielleicht bitte. Ein Butter noch, ja, natürlich. Hast du gut geschlafen? Ja, so wie man halt schläft, wenn man nicht daheim schläft. Aber fein ruhig war es da, oder? Ja, das Bett ist schon verdammt weich gewesen. Ja. Verdammt hart. Meins war weich. Ich hätte ja auch was anderes gebucht, aber. Ja. Sind wir halt nicht hinkommen. Urlaub in die Berge, ich sag. Ja, grüß euch. Hallo. Geht's euch dann? Danke. Ja, hab's gut geschlafen? Geht schon. Geht schon. Okay, habt ihr was geplant für den Nachmittag? Haben wir jetzt noch gar nicht geredet, gell? Nein, haben wir nicht. Ich hätte mir gedacht, wir könnten auf Hallein spazieren. Ich dachte euch die Stadt ein bisschen zeigen. Mal das war. Na, also, das hätte mich voll gefallen. Raimund, das machen wir. Ja, besser als im Wald und umfiechen ist es auf alle Fälle, ja. Was sagst du es? Mädels. Oh, mein Gott. Dann treffen wir uns um 2. 2 passt super. Super. Schön, ich hab's alles. Passt alles. Danke dir. Danke schön. Okay, super. Na, bis später. Bis später. Für dich. Ciao. Aber das ist sicher nicht toll, Lena. Da können wir vielleicht ein bisschen shoppen. Ja, das ist ein Pluspunkt. Thank you.
Dankeschön. Oh, Wahnsinn, da ist das süß da. Lena, schau mal, boah, das ist der Rucksack, wie du es eigentlich dir gewünscht hättest. Papa? Ja, bitte. Dann lassen wir es halt. Gehen wir einfach weiter, schauen wir uns noch ein bisschen um. Ist mir den Kleinkafferei. Wenn du gewiss ist, was Neues suchen. Ich möchte jetzt eh zuerst die Familie treffen, da die. Ja, sie sind nochmal Bundfreund. Bundfreund. Hey, da vorne seien sie schon, kennt's? Gehen wir hin, kennt's? Lena, Rebecca. Hey, da seien sie ja schon. Hallo. Hallo. Hi. Mei, ist das nett, dass wir uns da treffen. Hallo, Karina. Hallo. Hi. Hallo, Daniel. Tschüss, auch. Hi. Hallo. Und ihr sagt uns jetzt ein bisschen Hallo, jetzt oder? Jetzt sagen wir ein bisschen, Mei, das schaut ja so süß aus. Ich freue mich schon voll, gell? Eigentlich morgen haben. Ich hab mir gedacht, du musst so achten. Was? So früh? Spinnst du? Ma bitte, was? Wenn ich in die Arbeit gehst, dann stehst du immer um 6 Uhr auf. Und jetzt warst du auf einmal zu früh. Das ist was anderes. Um 8 Uhr stehe ich nicht auf. Das ist eine Urlaub. Kannst du das Lied mal aufhören? Streiten? Schau mal. Ma bitte, schau dir mal den Kopf an. Na, so schön. Na, Wahnsinn. Und der Platz, da mach ich das nicht. Weißt du schon, dass du eine von ihnen bist? Die können so ein lässiges Möbel geschafft, das muss ich da unbedingt sagen. Echt? Ja, ganz so lässig. Raimund, hast du gehört? Da gibt es ein lässiges Möbelgeschäft. Schon wieder. Ich habe einen Durst. Sollen wir einen Kaffee trinken? Nein. Kaffee war jetzt gut. Gehen wir da um. Kaffee war echt gut. Man ist so schier. Ja,
Ja, da ist ja natürlich auch wieder nichts los. Papa, ich will den Rahmen. Den? Ja. Aber du weißt schon, was der kostet. Ja und? Das ist ja schweineteuer. Ja und? Ja, für einen Rahmen. Ja, ja. Hallo. Ja, kann ich hallo. Bitte. Ja? Suchst du was? Den Rahmen? Ja. Cool, gell? Ja. Ich glaube, sowas hat man gegeben. Du hast auch schon gesehen, was der kostet. Ja und? Das ist ja schweineteuer. Ja, als war das schon jemals ein Problem gewesen. In Gottes Namen, man kauft schon halt. Thank you.
Was ist los mit dir? Nichts. Warum bist du so traurig? Mutter ist gestorben. Es geht jetzt nicht um Mutter, es geht um dich. Er ist unterwegs mit einer anderen. Was? Den kaufe ich mir jetzt. Ich wünsche mir den Tod. Wessen Tod? Du hast 3 Möglichkeiten. Mir von Urlaub. Das ist ja echt. Na, ich weiß nicht, ich hoffe, wir fahren jetzt bald wieder. Na, was ist denn das für eine Matratze? Wieso lutschen da uns um? Ja, ich weiß nicht. Die Eltern gehen mir einfach auf die Nerven. Die streiten ja die ganze Zeit leihe. Nicht? Jawohl, das stimmt schon. Ja, und dann passieren mir irgendwie die ganze Zeit so komische Sachen. Die Frau heute in Altstadt, die war wohl total schräg, oder? Welche Frau? Ja, die, was da auf der Bank geguckt ist. Die hast du, glaube ich, leider auch gesehen. Nein, ist ja wurscht. Aber. Nein, ich meine es ja eh nicht so. Die Eltern streiten zwar immer, aber. Nein, ich. Ja. Ich mag die ja eh gern, weißt du nicht, aber. Weiß auch nicht. Wenn mich halt alles nervt, dann bin ich auch genervt. Wenn die so blöd tun. Ja, im Auto war es schon ein bisschen heftig. Na, Entschuldige, komm mal her da. Wir müssen ja zusammenheben. Ja. Wenigstens habe ich die. Ja, ja. Die Eltern ist leider nicht verlassen. Na eh. Aber was tun wir denn heute noch? Jetzt müssen wir noch irgendwas tun, wenn wir schon mal da sind. Ja, irgendwas schon. Ohne die Eltern. Ja, vielleicht finden wir was. Eine alte Bar vielleicht. Ja, das machen wir. Gehen wir aus. Ja. Und wo gehen wir hin? Ja. Weißt du, was wir jetzt weiß, ja. Ja, aber was ziehe ich mir an? Ah, zeig mal her. Ah, schon. Das war echt was. Nicht? Für mich? Schon ne. Ja, sicher! Was gibt's noch? Ja, das ist auch nett, nicht? Das gefällt mir schon besser. Ja, da ist ja gar nichts los! Ja. Setzen wir uns mal her. Mit dir. Ich hab du dran. Ja.
Heim und ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Was? Bitte? Ich spüre dich nicht mehr. Wir klimpschen jetzt auf das, bitte. Wir haben ja alles. Ich hab dir. Uns geht's ja gut. Oh, ich hab dich irgendwie verloren. Du bist nicht mehr da. Wie klimpschen denn auf das? Jetzt glaube ich es nicht, Dorel. Wir haben alles. Uns geht's gut. Dir geht's gut. Die Mädeln geht's gut. Was brauchen wir denn noch mehr? Liebe rein. Ja, was haben wir ja? Ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe dich einfach nicht mehr. Sag mir einen guten Grund, warum dein Herz weiter schlagen sollte. From the hills above land.